Hallo und herzlich willkommen bei Videoaktiv. Was ich heute teste, unschwer zu erkennen, sind Videostative. Und worauf es bei Videostativen ankommt, ist natürlich, wie gut kann ich schwenken, wie gut kann ich neigen und wie gut funktionieren die Feststellbremsen, damit da keine Ruckler sind, wenn ich die Kamera fixieren will. Das alles zeigen wir hier in Beispielmaterial mit jedem Stativ mit langer Brennweite. Deshalb stehen wir hier auf der Insel Reichenau auf der Hochfahrt, filmen ans andere Ufer, an die andere Uferseite, also wirklich, dass man erkennt, ob irgendwo Wackler drin sind. Das Ganze machen wir mit einer Profi-Kamera von Sony in dem Fall, wobei die Stative in der Preisklasse zwischen 200 und 400 Euro liegen, also durchaus für Amateure oder eben beginnende Profis sehr erschwinglich sind. Und da sehr viele den Bedarf haben, nicht nur Video zu machen, sondern auch Foto, habe ich das Kullmann mit in den Test reingenommen. Das Kullmann hat tatsächlich einen Kugelneiger, aber lässt sich fixieren auf eine Zwei-Wege-Neigung. Speziell für Video ist also genau ein Hybrid-Stativ, das eben beides kann. Wie gut das alles funktioniert, das seht ihr hier in diesem Test mit unseren Beispielvideos. Die Ergebnisse, die wir daraus ziehen, die lest ihr in der Videoaktiv 5 2015. Ich freue mich, wenn ihr reinschaut und ich freue mich natürlich, wenn ihr einfach unten auf Abonnieren geht, bei uns kein Video mehr verpasst. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal zuschaut und wenn ihr jetzt dran bleibt und immer wieder die Videos vergleicht, hin und her springt, damit ihr seht, wie gut sind die einzelnen Stative. Bis denn! Von Benro kommt dieses Stativ hier. Sieht auch eher nach einem Fotostativ aus, aber obendrauf recht eindeutig. Ein Videoneiger ist der größte, den wir hier im Test haben, der auch tatsächlich hier auf der Seite eine Counterbalance-Verstellung hat und auf dieser Seite auch noch die Möglichkeit hat, die Fluidneigung zu beeinflussen, wobei die nicht ganz so fein dosierbar ist oder andersrum eigentlich gar nicht richtig festzustellen ist. Also es bleibt immer eher weich. Neigung hier unten lässt sich verstellen und wir haben hier eine kleine Lagerung, also eine Kugellagerung, so dass man die Horizontale schön einstellen kann. Kleines Detail, auf der Rückseite gibt es eine Libelle, die sogar beleuchtet ist. Obendrauf die übliche Stativplatte, die auch hier verriegelbar ist und einen langen Stativhebelarm. Funktioniert also soweit alles sehr schön. Was wirklich beeindruckend ist, ist letztendlich die Höhe und die Flexibilität. Also man kann hier die Stative sehr weit spreizen und es lässt sich sehr schön die Höhe beeinflussen und damit ist es definitiv auch das Stativ mit der längsten Auszugshöhe, die man haben kann, zumal hier dann auch noch die Mittelsäule verstellbar ist und damit ist jetzt, so gehe ich jetzt mal von aus, das Stativ auch aus dem Bild gerutscht, aber man sieht schon, damit lässt sich wirklich professionell arbeiten und dieser FS6-Kopf ist eigentlich recht ordentlich. Wie gut, guckt es euch einfach im Video an und lest unseren Test. Jetzt noch einmal, wir legen los, schwenken, das ist das also mit maximaler Brennweite. Das klappt aber ganz ordentlich, ne? Es wackelt ein bisschen hoch und runter. Wackelt ein bisschen hoch und runter? Mhm. Okay. Das heißt, bin ich da im Hafen angekommen. Mhm. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich mache mal die Hoch-Runter-Bremse an und mache dasselbe nochmal. Also ich gehe los jetzt mit angezogener Bremse, sodass ich nur noch horizontal schwenken kann. Dann fällt der Wackler in der Höhe weg. Und dann geht es tatsächlich ganz sanft, oder? So, jetzt bin ich im Hafen angekommen. Dann machen wir mal die Bremse unten fest. Oh, hat es verzogen, hast du es gesehen? Und zwar gewaltig. So, habe ich die andere Brennweite wieder eingestellt. Wir machen den Schwenk gerade nochmal. Auf das Auto. Nee, das stimmt jetzt. Das habe ich immer mit Blende, mit Brennweite 40 gemacht.
Super. Was ich hier habe, ist von BIC oder auch Brenner Fotoversand, darunter eher bekannt. Das TV3000 ist also eine Eigenmarke des Versenders. Oben drauf ist ein Videoneiger, der sogar Fluid gelagert ist, mit einmal der Möglichkeit, den Fluid zu beeinflussen, auf der anderen Seite die Feststellung zu machen. Die Fluidneigung der Horizontalen hier unten, die lässt sich nicht beeinflussen, aber es gibt eine Feststellbremse. Wie gut die funktioniert, guckt es euch einfach selber im Video an. Ansonsten, die Beine haben leichte Verarbeitungsmängel, das lest ihr dann auch bei uns im Test. Übrigens, hier drauf ist eine eher aus der Fotobranche übliche Stativplatte mit Alka-Swiss kompatibel. Die ist eigentlich sauber gefertigt, aber ist ein bisschen beim Reinschieben nicht ganz einfach in der Handhabung. Aber man gewöhnt sich daran, muss ein bisschen nachführen, dann funktioniert es. Wieder lösen. Ja, da gibt es immer einen Ruckler. Kannst nicht lösen ohne Ruckler. Jetzt lösen der Horizontalbremse. So, lösen wieder. Das geht sanft. Das ist das Stativ von Kullmann und Kullmann ist eigentlich unter Fotospezialisten sehr bekannt und tatsächlich ist es das Stativ, das am ehesten ein Fotostativ hatte. Ist sehr witzig, weil man kann hier umschalten auf Fotowirkung, dann habe ich wirklich tatsächlich einen richtigen Kugelkopf. Wenn ich wieder zurückgehe auf Video, dann gibt es hier so einen kleinen Neiger, dann muss ich den einmal hier einhaken. Man merkt, man braucht ein bisschen Übung. Ups. So, und jetzt habe ich entsprechend eingehakt. So kann ich also jetzt wunderschön in zwei Ebenen schwenken und neigen. Wobei es ist nicht fluid gelagert, sondern es ist eine Klemmung. Wobei ich finde, dass die ganz ordentlich funktioniert. Ja, das Kullmann hat nicht nur eine Mittelsäule, die ich ja zumindest unter fotografischer Sicht gar nicht so sehr mag. Aber das Schöne ist, diese Mittelsäule lässt sich herausnehmen und es ist tatsächlich ein Einbeinstativ. So kann ich also auf Reisen sehr flexibel arbeiten, vielleicht auch mal nur das Einbeinstativ mitnehmen und ich habe trotzdem eine Stabilisierungshilfe für meine Videos und meine Fotos. Und ein Vorteil dieses Stativs ist natürlich, es lässt sich auch insgesamt sehr kompakt zusammenlegen. Es ist das Stativ im Test mit den kompaktesten Transportmaßen. Ja, und wie gut man damit schwenken und neigen kann, das guckt ihr euch an. Ist wirklich, finde ich, ein sehr guter Kompromiss aus Video- und Fotoleistung. Ich greife jetzt einfach mal an den Monitor ran. Wow. Jetzt wird es schon verkraftbarer, merkst du? Ja. Machen. Jo, schwenken. Und auf unser Auto runtergehen. Ist auch wirklich richtig schwer, also wenn man schnelle Schwenks macht, das machen wir jetzt einfach gerade mal geschwind, dann geht es, finde ich, ganz ordentlich.
Ja, das ist das teuerste Stativ in unserem Vierer-Testfeld, kommt von Mantona. Fotowalzer ist eigentlich der Hersteller oder zumindest dem, der die Marke gehört, Mantona. Hat Schnellverschlüsse hier unten dran, allerdings mit Reglern, hat eine Mittelsäule, die sich auch nicht entnehmen lässt. Das ist identisch mit dem von BIC. Es gibt hier eine Bremse die für die Horizontal- und Vertikaleinstellungen. Es gibt hinten eine beleuchtete Libelle und eine Stativplatte, auch üblich, in dem Fall sogar mit einer kleinen Skalierung dran. Funktioniert soweit recht ordentlich. Auch der Arm hier lässt sich nochmal sehr schön verlängern, sodass man wirklich Hebelwirkung hat. Und was wirklich das Besondere ist, es gibt hier auch die Möglichkeit, diese Einstellung zu machen, dass die Fluid hier stärker oder schwächer geht. Und das geht so gut wie bei keinem anderen Stativ im Test. Also von daher merkt man, der Kopf ist sehr ordentlich. Und wie gut er dann letztendlich ist, das guckt ihr euch einfach bei unseren Beispielvideos an. Oder ihr lest einfach unseren Test in der nächsten Video aktiv in der 5 2015. Mach's jetzt nochmal ein bisschen zurück, etwas sanfter. Jetzt gleichmäßiger. Aber das war jetzt auch ein bisschen meine Dilettanz. Jetzt bin ich bei dem Hafen. Ich höre langsam auf. Ich stelle jetzt mal wieder die Bremse fest, bei der Horizontal- bzw. Vertikalebene. Ich mache die Bremse wieder los. Ups. Also wenn man sie richtig festgezogen hat, ist es schwierig. Dann kriegt man es ohne Wackler nicht weg. Jetzt schwenke ich zurück, gebe mir Mühe, dass es ganz gleichmäßig ist, wird es aber nicht ganz. Der ist einfach doch so ein bisschen unterschiedlich. So, jetzt bin ich wieder dann bei dem Boot angekommen. Wunderbar. Ich lege los. Bitte nochmal. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir haben natürlich noch viel mehr Zubehör getestet. Was ein echter Blick wert ist, ist ein Blick auf unsere Schwebestative, die ich hier oben einblende. Und wir haben weiteres Zubehör im Bereich von Videoschnitt. Da empfehle ich euch einen Blick in den Tablet-Schnitt mit dem PowerDirector Mobile, den ich in der Mitte einblende. Und ganz unten, da findet ihr den Link zum Abonnieren, weil das solltet ihr jetzt tun.